Psychiatrische Erkrankungen im Alter sind immer mehr ein Bestandteil der Multimorbidität bei Menschen, die schon über 65 Jahre alt sind. Mehr als 25% der Menschen, die über 65 sind, leiden an leichten bis mittelschweren psychischen Störungen. Eine Krankheitsgruppe, die sehr verbreitet ist und zu den psychischen Erkrankungen dazugehört, ist die Demenz. In 3 Videos haben wir uns schon mit dem Thema Demenz befasst. Ein allgemeines Video über die Demenz, dann haben wir die Alzheimer-Demenz durchgearbeitet und zuletzt die vaskuläre Demenz. Wer diese Videos verpasst hat, die Links zu diesen Videos befinden sich unter diesem Video in der Beschreibung. Heute wollen wir uns mit einer dritten Form der Demenz befassen, mit der Lewy-Körperchen-Demenz. Und natürlich nach dem Intro. Dieses Video wird präsentiert von Dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte. Fürsorgefinder, der App, die anzeigt, welcher Fürsorgedienstleiter freie Kapazitäten hat. Und Stiegelmeier, der Marktführer bei Betten für Krankenhäuser und Pflegeheime. Hallo an alle, Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Bevor wir mit dem Thema anfangen, will ich eins loswerden. Also 2 Sachen, die ich überhaupt nicht ausstehen kann auf dieser Welt, sind Fußball und Bier. Ich weiß nicht, warum die erfunden wurden. Aber ich muss eins sagen, meine ganze Liebe in dieser WM, obwohl ich sie sehr, wirklich absolut fast gar nicht gucke, geht momentan voll und ganz den Marokkanern. Also, tut mir leid, der Rest, ihr habt verloren, aber Marokkaner, Daumen hoch, macht weiter so. So, jetzt hauen wir rein mit dem heutigen Thema. Das heißt, wir fangen an mit der Lewy-Körperchen-Demenz. Nun, als allererstes, wie immer, beginnen wir mit der Definition. Was sagt die Definition? Was ist die Lewy-Körperchen-Demenz? Die Lewy-Körperchen-Demenz ist eine Demenzform, die durch die Veränderung der Gehirnstruktur gekennzeichnet ist. Es handelt sich hier um eine neurodegenerative Form der Demenz. Sie wird durch kleine Proteineinschlüsse in den Nervenzellen der Großhirnrinde ausgelöst. Ursprünglich wurde diese Form der Demenz bei Postmortem, sprich bei Verstorbenen, entdeckt. Unter dem Mikroskop wurde das Gehirngewebe betrachtet und so wurden diese kleinen Ablagerungen der Proteine, sprich der Proteinkörperchen, entdeckt. Der Forscher Friedrich Lewy hat diese Körperchen ganz zufällig entdeckt und so kommt auch der Name Lewy-Körperchen. Nun kommen wir zu den Symptomen. Wie sehen die Symptome dieser Demenzform aus? An allererster Stelle hätten wir visuelle und akustische Halluzinationen. Systematischer Wahn, Depression und Unruhe kennzeichnen diese Form der Demenz. Parkinson-ähnliche Bewegungsstörungen sind auch Symptome dieser Demenzform. Die sogenannten extrapyramidmotorischen Störungen, auch abgekürzt EPMS genannt. Des Weiteren haben wir sehr auffällige Sturzneigungen schon am Anfang der Erkrankung. Diese entstehen auch sehr oft durch vorübergehenden Bewusstseinsverlust. Das Gedächtnis des Betroffenen ist sehr gut erhalten, aber dafür gibt es sehr auffällige Aufmerksamkeitsdefizite. Des Weiteren haben wir Defizite im optisch-räumlichen Vorstellungsvermögen. Zu den Ursachen und Risikofaktoren kann man nur eins sagen. Die Ursache ist völlig unbekannt, ist auch wie bei der Alzheimer-Demenz. Die Risikofaktoren, da kann man auch nichts sagen. Die Wissenschaft tappt da ziemlich im Dunkeln. Es gibt absolut keinen Nachweis, dass man irgendein Gen gefunden hat, der darauf hinweisen kann, dass die Lewy-Körperchen-Demenz genetisch übertragen wird vom Vater auf Sohn oder auf Enkelsohn. Zu der Diagnostik muss ich mich wiederholen. Also am Anfang habe ich gesagt, dass diese Erkrankung sehr oft postmortem entdeckt wird. Das heißt, zu Lebzeiten kann man sehr schwer diese Krankheit diagnostizieren. Nun, es gibt trotzdem einige Möglichkeiten und dabei spielt der Uhrentest eine sehr große Rolle. Der Grund dafür sind die visuell konstruktiven Defizite, die nicht erlauben, dass man etwas, was man im Gedanken hat, auf das Papier überträgt. Des Weiteren wird die Krankheit aufgrund der Symptome festgelegt. Also die Symptome spielen hier auch eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle.
Was bei dieser Erkrankung, sprich bei der Diagnostik, sehr wichtig ist, sind die häufigen starken Schwankungen der geistigen Leistungsfähigkeit. Zum Verlauf kann man sagen, die Krankheit beginnt meistens nach dem 65. Lebensjahr. Durchschnittlich dauert sie 8 Jahre, also ein Minimum sind 6 Jahre, maximal sind es 12 Jahre, die die Krankheit braucht, bis der Mensch verstorben ist. Im Endstadium entwickelt der Mensch eine Bettlägerigkeit, er wird inkontinent und letztendlich entwickelt er sehr starke Schluckstörungen, die zu einer Pneumonie führen können, also zu einer Aspirationspneumonie, was auch die häufigste Todesursache bei dieser Erkrankung ist. Bei der Therapie muss ich sagen, es gibt die medikamentöse Therapie, bei der Antidementiva gegeben werden, die einigermaßen wirken können. Neuroleptika werden bei dieser Erkrankung nicht angewendet und nicht empfohlen, weil sie zu starken lebensbedrohlichen Zuständen führen können. Zu der nicht-medikamentösen Therapie gehört die Ergotherapie, die Physiotherapie, die Psychotherapie, kognitives Training, Logopädie und sensorische Therapie. Nun, das ist alles zu diesem Thema. Ich denke nicht, dass die Lewy-Körperchen-Demenz irgendwie bei Klausuren oder bei Fachgesprächen abgefragt wird. Man kann es zwar nie wissen, aber ich hatte noch nie das Vergnügen, sage ich mal, dass das abgefragt wurde. Für mich persönlich ist das Thema sehr interessant. Warum? Auch in der Ausbildung hatte ich immer sehr großes Interesse an Anatomie und Krankheitslehre. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir schon die Demenz bearbeiten, sollten wir auch die anderen Formen, also nicht nur die Alzheimer-Demenz, auch die anderen Formen ein bisschen bearbeiten, dass man einfach so ein Gefühl hat, wenn man mit der Erkrankung in Berührung kommt, was die ist und wie sie sich entwickelt. Wenn euch das Video gefällt, teilt es bitte weiter, damit auch andere davon einen Nutzen haben. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren wollt oder das nochmal durchlesen wollt, die Quellen zum Thema befinden sich unter diesem Video in der Beschreibung. Unten drunter sind die Kommentare, haut rein, Vorschläge für kommende Themen oder Ergänzungen zu diesem Thema. Vielleicht auch Erfahrungen, wenn ihr Kontakt hattet mit Patienten, die an dieser Erkrankung leiden. Des Weiteren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal, es ist völlig kostenlos und unverbindlich. Einmal aufs Glöckchen draufdrücken und jedes Mal, wenn ein neues Video erscheint, kriegt ihr eine Benachrichtigung, so seid ihr immer auf dem Laufenden. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Daumen hoch hinterlassen, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Und es bleibt mir noch zu sagen, ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit, bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao.